Wir kommen zum Sport, liebe Zuschauer. Genau 3 Wochen ist es her, dass Adlertrainer Stéphane Richer nach einem unterirdischen Tiefflug seiner Eishockeyvögel Besserung gelobte und an die Ehre seiner gut bezahlten Profis appellierte. Auf diese Besserung warten die Adlerfans seither mehr oder weniger vergeblich. Also erhoffte man sich vom vergangenen Wochenende und 2 Heimspielen in Folge die entscheidende Wende. Doch wieder einmal zeigten die Cracks im Mannheimer Friedrichspark 2 Gesichter. Norbert Lang fasst die entscheidenden Szenen vom Freitag und vom Sonntag zusammen. Wenn sie doch nur immer so körperbetont spielen würden wie gegen Köln. Endlich zeigten sie mal, zu was sie fähig sind, wenn sie kämpfen und engagiert auftreten. Ehe die Haie wussten, was los war, lagen sie bereits mit 0:2 zurück. Das erste Mannheimer Tor durch Derek Plant, der einen Abpraller eiskalt ausnützte. Und nur eine Minute später ein gewaltiger Kracher vom bulligen John Tripp. Der 1,92 Meter große und 102 Kilo schwere Kanadier jagte die Scheibe an Chris Roggels vorbei in den Winkel. Der Jubel. So laut wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Warum spielen sie nur gegen die Großen der Liga so auf, während sie gegen die Kleinen versagen? Diese Mannschaft ist ein einziges Rätsel. Das war das beste Heimspiel der Saison. Gegen Köln ist es ja immer etwas Besonderes. Das war auch heute so. Es war eine Schlacht von der ersten bis zur letzten Minute. Und dieses Mal haben wir einen Weg gefunden, um zu gewinnen. Worüber sich Kölns Trainer Hans Zach so aufregte, dass er mal wieder explodierte. Nun wissen auch Nicht-Eishockey-Freunde, warum der gute Mann Alpenvulkan genannt wird. Die Fans hatten daran ihren Spaß. Endlich mussten sich mal die anderen ärgern und nicht wieder sie selbst. 48 Stunden später war von Party nur vor dem Spiel was zu merken. Die folgenden 60 Spielminuten brachten erneut die altbekannte Tristesse. Die Adler sind einfach nicht in der Lage, 2 Spiele in Folge vernünftiges Eishockey zu bieten und konzentriert ihren Dienst zu versehen. Beim 0:1 gegen Krefeld bringen es 2 Verteidiger nicht fertig, einen Angreifer wegzudrücken. Ein völlig unnötiges Tor, wie so viele in dieser Saison. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich meine, normal nach dem Freitag, wo wirklich ein super Spiel war und alles müsste normalerweise, müsste man auf der Emotionswelle mitschwimmen und die normal heute, ja nicht mit, weiß ich nicht, wie viele Toren rausschießen, aber eigentlich doch das Spiel klar dominieren und gewinnen. Aber es hat nicht sollen sein. Im Penalty-Schießen verloren sie dann sogar den Extrapunkt. Ivo Jahn traf für die Gäste. Der klitzekleine Hoffnungsschimmer vom Freitag war schon wieder verschwunden. Die unendliche Berg- und Talfahrt der Adler geht weiter.